Meine zuvor gebaute Multi-Werkbank wird umfassend optimiert und erweitert, mit dem CMS-System von Festool kompatibel gemacht und der Wabeco Bohr- und Frästständer integriert. Die Anschlagbretter an der Rückseite werden mit klappbaren Inkraschienen ausgestattet, um auch hier noch mehr Präzision und perfekte Wiederholgenauigkeit zu erreichen. Die Öffnung für die CMS-Module wird in die Werktischplatte eingefräst und die Adapterplatte für die Tischfräse gefertigt. Anschließend werden die verschiedenen Module getestet. Unter anderem zeige ich mein erstes größeres Projekt auf dieser umgebauten Werkbank, einen Schrank in Rahmenfüllungbauweise. In einer zuvor veröffentlichten vierteiligen Videoserie hatte ich den Bau einer multifunktionalen Werkbank dokumentiert. Nach Fertigstellung und ersten Erfahrungen damit kamen mir nach und nach Ideen, wie man den Tisch erweitern und optimieren könnte. Zunächst hatte ich eine Ausfräsung in die Tischplatte vorgenommen, sodass ich dort meine bereits vorhandenen CMS-Module von Festool einsetzen lassen. Die Auflagen für die CMS-Modulplatte werden links und rechts auf die erforderliche Tiefe eingefräst und dann jeweils daneben eine Nut komplett durch die Tischplatte eingebracht. Nach dem Ausfräsen der Stirnseiten wird der Ausschnitt von den Zargen getrennt und abgenommen. Hier in meinem 3D-Modell sieht man schon die zweite Inkra-T-Nut-Schiene auf der rechten Seite der Öffnung. Diese habe ich später noch eingefügt, damit sich hier auch der Mieter-Express von Inkra verwenden lässt. Die genauen Maße einer CMS-Modulplatte wurden millimetergenau erfasst, um die Geometrie des Ausschnittes in der Werkbankplatte festlegen zu können. Auch die mittleren Zargen müssen an der Stelle des Ausschnittes unterbrochen werden und einen Einschnitt bekommen, um den nötigen Platz zu schaffen. Bei meiner zweiten größeren Werkbank habe ich den Ausschnitt mit meiner Frässchablone eingefräst, die ich mit 1 Meter langen Profilschienen erweitert hatte. Den inneren Ausschnitt erledige ich mit der Stichsäge. Um die Inkra-Montageplatte für die Oberfräse weiter verwenden zu können, habe ich nun noch eine Adapter-Einlegeplatte mit CMS-Maßen angefertigt, in die ich die Inkra-Fräsplatte eingelassen habe. Diese Adapterplatte kann genau wie die CMS-Module in die Ausfräsung eingesetzt und die Werkbank dann als Tischfräse verwendet werden. Das Werkstück wird an den Anschlagschienen ausgerichtet und dann die Nuten links und rechts mit der Oberfräse auf der heruntergeklappten Führungsschiene eingefräst. Die Position der Inkra-Platte wird in etwa mittig auf der Adapterplatte ausgerichtet. Der Ausschnitt für die Fräsplatte wird mit der Stichsäge ausgeschnitten, nachdem die Auflage mit einer Frässchablone und einem Bündigfräser eingefräst wurde. Dies wurde in den vorherigen Videos zum Bau der Werkbank genauer gezeigt. Mit kleinen Madenschrauben an den Rändern wird die Platte genau bündig zur Oberfläche ausgerichtet und dies mit einem Lineal kontrolliert. Die Auflage auf der rechten Seite muss gemäß den Maßen der CMS-Module sehr dünn sein. Dies ist aber kein Problem, da die 30 mm starke Platte ja auch noch vorne und hinten gestützt wird. Hier nun die fertige Adapterplatte mit eingelegter Inkra-Fräsplatte und montierter Oberfräse. Die Platte wird mit zwei großen Schrauben an der vorderen Zarge fixiert. Alles muss hundertprozentig plan sein, damit man beim Fräsen nicht an hervorstehenden Kanten hängen bleibt. Das CMS-Modul Tischzugsäge wird eingesetzt und getestet. Um den Festool-Winkelanschlag nutzen zu können, habe ich eine T-Nut-Schiene in die vordere Zarge eingelassen. Dort lässt sich der Winkelanschlag nun einschieben und ist zusammen mit dem Parallelanschlag von Inkra für viele Anwendungen universell nutzbar, wie man später noch sehen wird. Die CMS-Module können sehr schnell gewechselt werden und machen die Multi-Werkbank sehr flexibel. Dies ist vor allem für kleinere Werkstatträume ein großer Vorteil. Auch das Bandschleifmodul kann hier eingesetzt und größere Werkstücke bearbeitet werden. Die CMS-Module werden mit zwei Arretierschrauben auf der rechten Seite fixiert. Diese Arretierungen greifen direkt in das Schichtholz der Werktischplatte. Im Folgenden zeige ich noch kurz, wie ich den Wabeco Bohr- und Frässständer auf der linken Seite in die Werktischplatte integriert habe. Ich habe einfach die Bodenplatte mit vier langen M10-Gewindeschrauben direkt unter der Werktischplatte befestigt. Die vier M10-Gewindeschrauben werden durch versenkte Bohrungen in der Tischplatte gesteckt. Die Gewindeschrauben passen genau durch die T-Nut-Schlitze in der Bodenplatte. Von unten wird die Platte mit Muttern gesichert, die ebenfalls genau in die Nuten der Bodenplatte passen. Um die Bohrsäule in die Aufnahme der Bodenplatte einfügen zu können, habe ich mit einem 50 mm Pfostnerbohrer ein Loch gebohrt und noch eine kleine Ausfräsung in die Werktischplatte eingebracht. Die Bohrsäule wird von der Grundplatte abgenommen, diese dann unter der Tischplatte angesetzt und mit den vier M10-Gewindeschrauben verschraubt. Um die in der Tischplatte versenkten Sechskantköpfe der Gewindeschrauben mit einem Steckschlüsselaufsatz festziehen zu können, müssen die Senkbohrungen etwas größer im Durchmesser sein als der Durchmesser der Stecknuss. Die Senkbohrtiefe wird durch die Dicke des Sechskantkopfes und der Stärke der Unterlegscheiben bestimmt. Die Bohrsäule wird durch eine M8-Gewindeschraube im Aufnahmehals der Grundplatte fixiert. Dazu muss noch eine 12 mm Bohrung in die vordere Seitenzarge eingebracht werden.
Die Bohrsäule wird eingeführt und mit der Schraube fixiert. Später habe ich diese Innensechskantschraube durch eine Klemmhebelschraube ersetzt, um die Säule schnell werkzeuglos drehen und abnehmen zu können. Hier sieht man meine Vorrichtung, um Kleinteile mit der Kreissäge bearbeiten zu können. Diese dient außerdem als Anschlag für den Wabeco Bohr- und Frästständer. Der selbstgebaute verstellbare Anschlag wird genau rechtwinklig zum Sägeblatt montiert und Kleinteile mit Zwingen für die Tenutschiene festgespannt. Jetzt können auch kleinste Teile sicher bearbeitet werden. Zwei Skalen aus Metall können über eingelassene Magnetstreifen nachjustiert werden. Der Parallelanschlag kann über die zwei Tenutschienen an den Seiten in den benötigten Positionen verwendet werden. Hier wird er stirnseitig für Bohranwendungen festgespannt und die Anschlagbacken für die Absaugung etwas auseinandergezogen. Auch beim Bohren, wo viele Späne anfallen, entsteht kaum Dreck, da die Absaugung durch die Öffnung sehr effektiv ist. Hier beim Fertigen von Querholzdübeln, die man zum Beispiel für die Reparatur von ausgeleierten Klaviertastenbodenlöchern benötigt. Mit der Bandsäge werden diese nun ausgesägt, aber dies ist ein anderes Thema und ich werde sicher noch ein ausführliches Video dazu machen. Mit dem in die Werkbank integrierten Bohr- und Frästständer ist man nun sehr flexibel und verschiedenste Anwendungen können realisiert werden. Dank der 1 Meter langen Bohrsäule können Werkstücke sogar in einem großen Schraubstock eingespannt und mit Bohrmaschine oder Fräsmotor bearbeitet werden. Das CMS-Modul Tischzugsäge wird entnommen und eine Adapterplatte für andere Anwendungen eingesetzt. Das Gehäuse für die Staubabsaugung wird nur aufgesetzt und durch starke Neodym-Magnete gehalten. Ein zum Durchmesser des Schleifzylinders passender Reduzierring aus MDF wird eingesetzt und der Schleifzylinder durch Drehen der Bohrsäule und Verstellen des Auslegearmes positioniert. Die Staubabsaugung ist auch hier sehr effektiv. Der größte Anteil des anfallenden Schleifstaubes wird abgesaugt. Hier sieht man, dass die Schleifhülse absolut rechtwinklig steht. Mithilfe eines verstellbaren Anschlags können zum Beispiel Unterseiten abgelöster Elfenbeinplättchen plan geschliffen werden. Der Anschlag wird durch Drehen auf den benötigten Spalt eingestellt und die Elfenbeinplättchen in mehreren Durchgängen auf einheitliche Stärke geschliffen. Auch sehr dünne Holzstreifen können hier durch Schleifen auf eine einheitliche Stärke gebracht werden, hier mit dem Alice Positioner von Incra. Der Bohr- und Frästständer bietet die Möglichkeit, am Auslegearm zwei Maschinen gleichzeitig zu montieren, hier mit Bohrmaschine und Fräsmotor. Der mit einer Holzplatte verschraubte Kreuztisch wird nur aufgesetzt und ist sofort fixiert, dank zweier nachjustierbarer Passleisten an der Unterseite. Auf diesem Kreuztisch wird eine weitere Vorrichtung zum Einspannen von Klavier- und Flügeltasten montiert. Mithilfe eines Fräsmotors mit Nutfräser können die Oberseiten von Klaviertasten sehr akkurat plan gefräst werden und Klebstoffreste entfernt werden. Eine perfekte Vorbereitung zum Aufleimen neuer Elfenbeinplättchen. Zahlreiche weitere Vorrichtungen, zum Beispiel zum Bearbeiten von Elfenbeinplättchen oder Bohren von Hammerköpfen, habe ich für diesen Kreuztisch angefertigt. Der Bohr- und Frästständer bietet in Verbindung mit den Schienen- und Spannmöglichkeiten der Multi-Werkbank sehr vielfältige, interessante Anwendungsmöglichkeiten. Für kleinere Fräsaufgaben nutze ich sehr gern den Fräsmotor am Wabeco-Ständer anstatt die Tischfräse. Sogar Fräsaufgaben, die mit einer Tischfräse nur schwer oder gar nicht umzusetzen wären, sind hier möglich, zum Beispiel Horizontalfräsen. Hier beim Bau meines ersten größeren Projekts auf der umgebauten Multi-Werkbank. Ein Flurschrank mit Türen in der Rahmenfüllungbauweise entsteht. Nachdem die Rahmenbretter der Türen auf Dicke gehobelt wurden, werden die Profilnuten auf der Tischfräse eingefräst. Die glatte Seite der Siebdruckplatte eignet sich perfekt als Oberfläche für einen Maschinentisch. Und hier noch eine Anwendung mit dem Bandschleifer CMS-Modul. Ein Rahmenbrett wird am Queranschlag vorbeigeführt und geschliffen. Hier sieht man einen weiteren Vorteil, wenn der Bohrständer direkt in der Werkbank integriert ist, denn auch sehr große Werkstücke lassen sich komfortabel bearbeiten. Und hier der fertig geölte Schrank, zu dessen Bau es noch ein weiteres Video geben wird. Zuletzt zeige ich noch meine Optimierungen am Anschlagsystem auf der Rückseite der Multi-Werkbank. Hier habe ich Incra-Anschlagschienen montiert, die sich nach hinten wegklappen lassen, wenn diese nicht benötigt werden. Dank der Sägezahnführungen kann der Anschlagreiter in Schritten von 1 mm absolut wiederholgenau auf ein bestimmtes Maß eingestellt werden. Selbst Einstellungen im Zehntel-Millimeter-Bereich sind möglich. Hier noch Bilder der anderen größeren Multi-Werkbank, die ich im Auftrag für einen Kunden gebaut habe. Man sieht, dass die Basisbaugruppe des Alice Positioners hier noch direkt auf der Werktischplatte verschraubt ist. Dies habe ich später ebenfalls noch optimiert, indem ich zwei Nuten in die Tischoberfläche eingefräst habe. Der Alice Positioner kann nun an bestimmten Positionen aufgesetzt werden und ist sofort fixiert. Auch im Bereich des Bohrständers habe ich Tenutschienen eingelassen und kann nun dort zum Beispiel eine Anschlagschiene von Incra nach dem gleichen Prinzip einsetzen.
Da es das CMS-Modul für die Tischzugsäge nicht mehr zu kaufen gab, habe ich hier das Modul für die große Tauchsäge TS75 verbaut. Und hier sieht man noch weitere CMS-Module für die Stichsäge oder den Bandschleifer. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.